Und jetzt kommen wir zum nächsten Lieblingstanz und das ist für Paar 08, der Cha-Cha-Cha, mit dem Sie letzten Freitag Jury und Publikum begeistert haben. Hier sind Georgi Makasaria und Maria Sandner. Man weiß nie, welche das ist. Man weiß es nie genau. Maria, ja. Irgendjemand hat einen Hut verloren, die Maria. Warum der Cha-Cha, Georgi? Ja, wir sind das ein bisschen taktisch angegangen. Das kann nie schaden. Wie war die Taktik? Die Taktik war den Tanz, der am besten gelungen ist und der noch irgendwie halbwegs im Kopf ist, auf die Tanzfläche zu bringen. Genau. War das diesmal ein bisschen entspannter als das letzte Mal oder ist der Druck noch größer, weil jetzt ist das Finale, jetzt will man alles noch einmal perfekt abliefern, wenn möglich. Wie war das diesmal jetzt? Also ich glaube, es ist jede Woche eine gewisse Spannung dabei, aber heute im Finale hast du einfach nochmal alles gegeben. Das hast du gemacht, Georgi, ich bin irrsinnig stolz auf dich. Die Nicole hat gesagt, das letzte Mal, der Cha-Cha war bombastisch. Konnten Sie sich nochmal steigern? Ja, ich fand's echt nochmal, ich war schon letzte Woche begeistert, ja. Und ich war schon wieder begeistert. Das war einfach unglaublich. Man spürt dich, wenn du tanzt. Und man will tanzen, wenn man dir zuschaut. Das ganze Publikum will mit dir mittanzen, mit euch mittanzen, weil es so ehrlich ist. Es kommt vom Herz und so viel Energie. Also es ist wirklich, man kriegt Gänsehaut und das ist so echt. Und ich finde das wunderschön und ich bin so froh, dass ihr bis hier dabei seid und hoffe, dass ihr noch weiterkommt. Also echt, es ist eine Freude, euch zuzuschauen. Danke sehr. Du, kurze Zwischenfrage. Dein Onkel, der Eduard, versteht ja eigentlich gar kein Deutsch, oder? Nein, nur einzelne Wörter. Ja, nein, sowas. Kannst du ihm kurz sagen, dass die Nicole auf die steht? Auf Russisch? Bitte nicht. Sag's ihm gerne, dass Nicole ist auf meinen Onkel steht. Gerne auch das, wenn es Sinn macht. Sowohl als auch. Na, wer hat mitbekommen, dass die Jury begeistert ist, oder? Frag ihn einmal, Georgi. Edik, как тебе нравится? Das heißt, ja, er findet die Nicole auch klasse. Balasch. Ja, was soll ich sagen? Letzte Woche bin ich gesprungen, letzte Woche habe ich alles gesagt, eigentlich, was zum Sagen war. Es ist genial, wie du dich da gibst. Du bist einfach ein Typ und ich finde es wahnsinnig toll, dass es solche Typen noch gibt, die sich einfach authentisch geben. Bleib so, wie du bist, tanz so, wie du tanzt. Danke!
Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Wir sehen uns und ich bin gespannt, ob wir euren Showtanz auch noch sehen. Erste Entscheidung gibt's hier bald. Danke, Maria und Georgi. Ja, die haben wirklich alles gegeben. Haben sich eingesetzt. Georgi ist auch körperlich komplett an seine Grenzen gegangen. Und das gilt es zu honorieren hier in diesem Finale, wie jede Woche. 090 10 59 09 08 für Georgi Makasaria und Maria Santen. Mit einem Hopser, also bitte die Getränke. Danke sehr. Ich krieg's nicht was zum Trinken. Brauchst du ein Handtuch? Nein, ich hab eh keins. Winkel hab ich drüben. Meine. Ciao. Danke, Lies. Bitte sehr. Oh. Also. Dankeschön. Prost, Gesundheit, Nostrovia. Das ist der Ruhe. Also auch für euch geht jetzt eine wirkliche Tanzpartnerschaft zu Ende. Was wirst du, ich meine, dir ist jetzt nicht fahren in der nächsten Zeit, das haben wir gerade gehört. Aber was wirst du jetzt, sage ich, vom täglichen Training mit der Maria, was wird dir da am meisten abgehen? Falls ja, pass auf. Weißt du, na, absolut. Es ist so, dass die Maria hat es geschafft, mich dazu zu bringen, dass ich an meine Grenzen gehe. Ja? Ich muss ehrlich sagen, ich bin vielleicht manchmal ein bisschen fauler Mensch. Ja? Und die Maria hat es geschafft, mich dorthin anzutreiben, solche Leistungen zu erringen. Zu erringen, ja. Mein Deutsch wird immer besser, auch. Mein Deutsch wird immer besser. Solche Leistungen zu erringen, von denen ich mir nie selber zugetraut hätte, das zu schaffen. Und wirklich, das verdanke ich ihr. So wie ich hier tanze, ja. Ich nicht tanze, weil ich da irgendwie leichtfüßig bin oder sonst was. Weil sie jede einzelne Bewegung, jeden einzelnen Einsatz und diese auch Leichtfüßigkeit hat sie erarbeitet. Ja, jetzt fange ich an. Ist so. Du brauchst aber nicht, nein, Maria, du brauchst nicht meine. Aber natürlich, schönes Kompliment. Und das ist auch so, man wächst ja wirklich zusammen in der Zeit. Maria, du darfst jetzt auch einen Aufruf an unsere Zuschauer und Zuschauerinnen setzen. Warum sie jetzt unbedingt anrufen müssen und warum es der Georgi wie kein anderer verdient hätte, Dancing Star zu werden. Das ist meine Kamera. Perfekt. Also ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei allen, die was uns so weit gebracht haben. Es ist echt eine Riesenfreude, dass wir im Finale stehen. Und ich finde, der Georgi hat echt den Sieg verdient, weil er meiner Meinung nach die absolute Überraschung der Staffel war. Also keiner hat gerechnet, dass dieser Mann mit dieser Statur sich so hammermäßig bewegen kann. Und ich verbund ihn von Herzen, weil er einfach ein herzensguter Mensch ist und weil er das Herz auch am richtigen Fleck hat. Okay. Sehr schön gesagt. Jetzt kommen eure Jurypunkte, die hoffentlich eure Herzen, die am richtigen Fleck sind, höher schlagen lassen. Ja, letzte Woche gab es für diesen Cha-Cha 37 Punkte. Wie schaut's heute in diesem Finale aus? Hannes Nettball, mon cher. Eine 9. Thomas. 10 für einen einzigartigen Cha-Cha. Nicole. 10. Sehr gut. Und Balasch. 9. Insgesamt 38 Punkte, einen Punkt mehr als letzte Woche. 38 Punkte, ja, gratuliere. Danke. Ihr kennt euch auch jetzt entspannen, das zweite Paar. Ein